Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Demetrius, The Big Cynical Adventure. Und willkommen zurück, Maître Malter. Ja, hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder auf der Karte mit neuen Orten, die wir uns anschauen können. Wie zum Beispiel den Jahrmarkt, Hektors Haus und Le Deux Îles. Okay. Die zwei Inseln oder so heißt es, übersetzt auf Deutsch. Und jetzt darf Maître entscheiden, wo wir als nächstes hingehen. Tja, lass uns mal zu Hektors Haus gehen. Ich bin mir nicht sicher, waren wir da nicht zuletzt, als wir mit ihm gesprochen hatten, mit dem Freund? Oder, also waren wir da jetzt schon? Nicht wirklich. Ich glaube, das war eine Zwischensequenz, die so in einem Comic-Stil gehalten wurde. Ich glaube, Hektors Haus ist was Eigenständiges. Eigener Bereich. Und was hatte der zuletzt gesagt? Entschuldigung, dass ich dich da jetzt nochmal frage. Ich habe das schon wieder vergessen. Ja. Ich habe ja erzählt, glaube ich, in Dänemark war. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen raus schon wieder. Jetzt sind wir in Paris. Was hatte er zuletzt mit ihm besprochen? Hatte er nicht irgendwas gesagt oder rausgefunden? Ich weiß noch, dass ich da die Theorie hatte, ob er nicht der Verdächtige ist. Richtig. Weil er so überaus neugierig war und so. Ja. Konnte er ihm helfen? Konnte er ihm überhaupt irgendwas sagen? Nee, er wurde irgendwie abweichend, der Macker. Und hat nicht viel von sich verlauten lassen. Und unser, wie heißt der, Donen, ist dann wieder weg. Björn, immer noch. Das heißt, wir müssen da jetzt mal hinterher schleichen, mal das Haus auf den Kopf stellen. Gut, wir gehen dann nochmal zu ihm hin. Wir lassen uns mal überraschen hier bei ihm. Was? Das kann nicht sein. Das sieht ja aus wie das Hexenhaus aus Hänsel und Gretel. Nö, kein Fehler. Das ist die korrekte Adresse. Hektors Name steht auf dem Briefkasten. Da, ich sehe einen Keks. Der krabbelt da oben auf dem Geländer rechts. Ich sehe einen Regenwurm, der hier krabbelt. Ach, ist doch kein Keks. Das ist ein Regenwurm. Ist okay. Dann darfst du den Regenwurm mal vorlesen. Oh, was für ein schöner kleiner Regenwurm. Und er ist ziemlich schnell für einen Wurm. Besonderer Gegenstand. Wurm. Tja, super. Ich suche dir ein gutes Zuhause, Kleiner. Okay, wir haben Regenwurm mitgenommen. Dann haben wir hier ein Fenster. Ich kann nicht sehen, das Fenster ist gewiss getönt. Man kann hinaussehen, aber nicht hinein. Okay. Lüftung. Ich spüre, dass frische Luft daraus kommt. Karriere. Ich spüre, dass verpestete Luft daraus kommt. Wie eine Mischung aus Schimmel und verfaulten Eiern. Oha. So. Ja, jetzt leck mich fett. Ich habe schon zwei Kekse entdeckt. Hier ist auch ein Keks. Da ist es nur noch einer. Ja, Blumentöpfe sind immer ein guter Ort, um Kekse zu finden. Und wo wir schon dabei sind, der zweite ist direkt an der Post. Oder auf der Post, auf dem Brief. Ja, du hast recht. Oh, sieht aus, als hätte er ein gratis Keksexemplar per Post bekommen. Wow, wir sind richtig gute Keksfinder. Dann darfst du auch gleich die Post vorlesen. Aha, kann der Postbote nicht lesen? Da steht ganz klar, bitte keine Post auf dem Briefkasten. Sollte ich auch machen. Unfassbar, dass Angestellte im öffentlichen Dienst solche Fehler machen. Der Postbote sollte gefeuert werden. Bitte keine Post. Okay, ich habe schon genug unbezahlte Rechnungen. Was haben wir noch? Ein Gartenzwerg. Oh, ich verstehe. Das ist Schneewittchens Haus. Sehe ich aus wie einer, der einen furchtbaren Gartenzwerg stiehlt? Ich meine, sieh mich an. Er ist viel zu schwer zum Tragen. Okay, wir haben ein Kabel hier hängen. Ein Kabel? Wozu? Sieht aus, als wäre er mit meinem Rasenmäher verbunden. Sogar Banditen könnten sich gut um ihr Zuhause kümmern. Ja, ich könnte das Kabel durchschneiden, es zerstören, es essen, daran riechen, daran lecken, es mir in den... Aber obwohl ich diesen Kerl hasse, wäre das nicht genug, mich zu rächen. Okay. Kabel, dann haben wir jetzt hier alles abgegrast. Nein, hier sind noch Eier. Ja. Da ist ein Nest voller Eier auf dem Baum. Das müssen Elstereier sein. Gibt's hier noch einen Keks? Das würde mich nicht wundern. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, es ist zu hoch. Wo ist hier noch der Keks, der dritte? In der Lüftung, neben der Tür. Du bist so gut, ey. Dieser Keks riecht so eklig. Und ich hab ihn dir weggenommen, den Text. Egal. Haustür. So, es klopft. Oder wir klopfen. Entschuldigen Sie, Monsieur. Ja, was wollen Sie? Als Vertreter ausgeben, eine Umfrage vorgeben, als Reporter ausgeben, die Wahrheit sagen oder einfach verlassen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir nehmen
Die Umfrage. Wir machen eine Umfrage. Guten Tag, ich bin Student am Institut für Sozialwissenschaften, Fachbereich Beziehungskisten. Ich führe eine Umfrage durch, um die Beziehung von alleinstehenden Männern mit anderen Leuten zu untersuchen. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Ich muss mich um meinen Goldfisch kümmern. Das ist eine interessante Antwort. Lassen Sie mich das mal aufschreiben. Asoziale Denkweise räumt einem Goldfisch höhere Priorität ein als anderen Menschen. Bitte verschwinden Sie. Sie verschwenden meine Zeit. Moment, nicht so schnell. Schert sich einen Dreck um meine Fragen. Jetzt hauen Sie ab, Sie Nervensäge. Ich eine Nervensäge? Und was ist mit Ihnen? Sie zweitklassiger Gauner. Ich? Ein Gauner? Sie sind derjenige, der mich neulich in der Nacht bewusstlos geschlagen hat, oder? Kommen Sie schon, geben Sie es zu. Ja, ich zieh mal, ne? Wie haben Sie mich gefunden? Dafür kommen Sie ins Gefängnis oder Schlimmeres. Ich werde... Okay. Tot. Also, rest in peace. Game over. 100% der Spieler, die diesen Option gewählt haben, sind gestorben. Hier liegt Dorntonen, der in mehreren kleinen Stücken im Abflussgraben gefunden wurde. Ach, wie schön. Oh. Wie die Hand da noch so. Aber die hat sich noch bewegt. So, also ich bin. Das mit der Umfrage war wohl nichts. Wie wär's, wenn wir ein Reporter sind? Aber dann wird er uns bestimmt auch wegschicken. Wir geben uns als Reporter aus. Möchte ich. Mein Name ist Robert Reißer. Ich bin ein Reporter vom Magazin Quack. Ich untersuche den Raubüberfall von vorgestern. Was für ein Raubüberfall? Wissen Sie das denn nicht? Es steht in allen Zeitungen auf der ersten Seite. Ein Kerl namens Björn Thon wurde ausgeraubt, kurz nachdem er bewusstlos geschlagen wurde. Die davon gehört. Das wird Sie überraschen, aber ich habe Grund zur Annahme, dass Sie der Täter sein könnten. Was? Ja, und deswegen bin ich hier. Komm schon, geben Sie es zu. Sie haben es getan, oder? Was zur Hölle? Verschwinden Sie von hier. Niemals, du Bastard. Du hast mich in jener Nacht besucht. Wenn du es jetzt zugibst, schwöre ich, dass ich es niemandem verrate. Mehr oder weniger. Und er holt wieder seine Waffe raus. Ja. Andererseits können wir darüber reden. Er schießt ihn an der Haustür mal einfach. Okay. Du bist... Einmeldung. Noch ein Spieler gestorben. Hier liegt Björn Donen, der sich erst erschoss und dann erhängte. Was für ein Vogel. Wenn wir dann schon alle durchgehen, dann können wir auch die dritte Option noch nehmen. Also ich bin... Der wird garantiert sterben, der Vertreter. Ich bin von der Firma Putzfimmel, Nummer 1 in Frankreich für Sauberkeit im Haus. Ich würde Ihnen gerne einige unserer... Nein, ich bin nicht interessiert. Moment, ich habe Ihnen noch nicht unsere Produkte gezeigt. Gehen Sie zu den Nachbarn, die putzen gerne. Sehen Sie sich das an. Es ist das neue patentierte Gel Antidreck. Einzigartig in Frankreich und extra für Ihre Toilette. Damit werden Sie... Hören Sie auf. Keine Probleme haben, den Dreck aus Ihrem WC zu entfernen. Sie wissen, wovon ich rede. Verschwinden Sie von hier. Irgendwann steckt bei jedem Eimer ein dicker, fetter Haufen im WC. Und es ist unmöglich zu... Raus hier. Stellt seinen Fuß in die Tür. Und Sie haben Glück. Im Moment geben wir 50% Rabatt auf die Lufterfrischer. Nimm sofort deinen Fuß da weg. Sonst? Sonst was? Wirst du mir wehtun? Was für ein böser Junge. Ich habe solche Angst. Tot. Und der holt immer seine Waffe gleich raus. So ist es also, hm? So tickst du wohl, du dreckiger Mistkerl. Was? Gib es zu, du bist ein Dieb. Ein widerlicher, verrotteter Haufen Mist. Ich schwöre es, ich bring dich in den Knast. Und tot. Ja. Das ist sehr gut gelaufen. Mal wieder Game Over. Ich hätte meine Produkte kostenlos anbieten sollen. Hier liegt Björn Thon, obwohl seine Leiche nie gefunden wurde. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Wahrheit. Also ich bin... Ich werde nicht lange um den heißen Brei reden. Ich werde alles über Sie und Ihre Taten... Wer sind Sie? Ich bin Björn Thon, das kommt Ihnen bekannt vor, oder? Was zum... Wie sind Sie an meine Adresse gekommen? Unglaublich, es funktioniert. Sieh ihn sich einer an, er zittert ja geradezu.
Ich habe alles der Polizei gesagt. Sie warten nur darauf, sie ins Gefängnis zu stecken. Wenn sie mir jetzt sofort die Wahrheit sagen, fällt das Urteil vielleicht milder aus. Vielleicht ist das Gericht ja nachsichtig und spricht statt dem elektrischen Stuhl nur eine lebenslängliche Haftstrafe aus. Moment, ja, hätte ich auch gemacht. Wie er dann aber immer einfach drauf scheißt. Nimm das, Dreckskerl. Voll milde gesagt von dir, nimm das, Dreckskerl. Hier liegt Biondun, der Selbstmord beging, indem er sich erst erschoss und dann in einem See ertränkte. Meine Mama hat mir immer gesagt, ich soll die Wahrheit sagen. Mhm. Okay, ja. Also wir dürfen anscheinend noch gar nicht beim Händen gehen, ne? Dann gehen wir wieder. Ups, tut mir leid, falsches Haus. Umso besser. Ich konnte nicht anders, er ist so unheimlich. Vielleicht hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Ich muss auf jeden Fall einen Weg finden, mich zu rächen. Solche Kriminellen verdienen es nicht, in Freiheit zu leben. Vielleicht sollte ich mir Hilfe suchen. Also, hier kommen wir auf jeden Fall noch nicht weiter. Hier ist in dem Blättergedöns vielleicht noch ein dritter Keks. Wir haben drei. Post. Stimmt. Post und stimmt, der Blumentopf. Und dann war hier oben bei der Lüftung. Gut, genau. Dann gehen wir. Dann gehen wir jetzt wohin? Ja, lass mal zum Jahrmarkt gehen, mit Spaß. Zum Jahrmarkt. Oder sollte. Cool, hier gibt es viele Spiele. Mal sehen, ob ich etwas gewinnen kann. Alle Jahrmarktsgegenstände werden in einer Kiste gesammelt. Du findest sie in der oberen Leiste. Yay. Wir dürfen aber trotzdem nicht unsere Kekse vergessen. Aber was möchtest du denn als erstes anschauen? Den Keks im Baum nehmen, zwischen dem gelben und dem weißen Luftballon. Du bist ja ein richtiger Keksfuchs geworden. Ein bisschen tiefer. Ich wusste nicht, dass Kekse an Bäumen wachsen können. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Bei so vielen Keksen, da können wir uns ja echt mehrere Tipps mal holen, wenn wir nicht weiterkommen. Gut, dann fange ich mal an, hier mit mir das überhaupt im Allgemeinen anzugucken. Laster, ich frage mich, ob... Nö, ist verschlossen. Zu schade, es hätte Spaß gemacht, Laster zu fahren. Habe ich erwähnt, dass ich keinen Führerschein habe? Ja, okay. Dann haben wir hier ein Punching-Ball-Ding. Mettre? Muss ich wirklich? Ich war nie gut darin. Den Ball schlagen, ja oder nein? Ja. Klar. Ich schätze, es ist ein Versuch wert. Hat er ihn jetzt schon gehauen? Nicht zu feste schlagen. Ich habe es dir gesagt, ich bin echt schlecht darin. Ach du meine Güte, ich will das wirklich nicht tun. Wir machen es nochmal. Ich hoffe, ich breche mir nicht die Hand. Irgendwas muss man ja tun. Natürlich musste ich es nochmal versuchen und nochmal scheitern. Okay, man kann auch nach rechts gehen, aber wir bleiben noch hier. Laster immer noch. Nee, das hatten wir schon. Dann haben wir hier linker Greifarm, mittlerer Greifarm und rechter Greifarm. Welchen möchten Sie? Welchen möchten Sie? Herr Malter. Die mittleren. Und es geht los. Jetzt haben wir hier 0 Münzen. Dann können wir ja richtig loslegen. Oh. Können wir denn überhaupt? Nee, wir müssen natürlich, ne? Seltsam, ich drücke den Knopf, aber nichts passiert. Das ist bestimmt eine Herausforderung meiner Intelligenz. Ja, dann weiß ich doch nicht. Null. Müssen wir wohl noch Münzen sammeln? Wo kriegen wir die her? Vielleicht einen Effektor machen. Wir haben ja kommt hier schneller Münzen. Ich weiß nicht. Nach rechts gehen. Oh, aber das kostet doch alles Geld, was es hier gibt, Cooles. Ja, haben wir nichts im Inventar? Nö, ich habe gerade geguckt. Wir haben ja gar kein Geld mehr. Doch, 25 Cent haben wir. Aber ja, ich weiß nicht, was wir damit machen können. Möchten wir vielleicht mit dem Glücksraddreher sprechen? Auf jeden Fall. Ja, dann sprech ihn mal. Oder soll ich ihn diesmal mal machen und du machst Björn? Ich mach Dorn. Donen. Donen. Okay. Willkommen hierher. Hallo. Versuchen Sie es mit unserem Glücksrad und gewinnen Sie Münzen. Oder tauschen Sie Ihre Münzen gegen wundervolle Preise. Das Rad drehen, Münzen einlösen und oder verlassen. Ja, das Rad drehen, dann kriegen wir Münzen. Also, möchten Sie am Rad drehen? Es kostet nichts. Ja, bitte! Nur zu! Oh, 50 Münzen. Minus eine. Minus eine, toll.
Sieht aus, als schulden Sie meine Münze. Ist das Ihr Ernst? Ja, das sagt das Rad. Und versuchen Sie nicht wegzurennen. Aber ich habe keine Münze. Dann geht es aufs Haus. Okay, nochmal. Ich würde das gerne nochmal drehen. Na klar! Trommelwirbel. Boah, 1000 Münzen hätten wir fast bekommen. Mhm. 10.000. So ein Pech! Versuchen Sie es nochmal! Ich kann nur bis 1000 zählen. Ich würde es gerne nochmal drehen. Na klar! Komm, wir gehen hier nicht ohne weg, ohne die 1000. 10.000 gehen wir nicht weg. Oh. Haben wir Glück gehabt. Obwohl das schon dunkler Schatten. Oh, schade. Sie sind echt schlecht im Rad drehen. Ja, nochmal. Wir machen das nochmal. Na klar! Oh, wir kriegen einen Kuss. Oder so. Maitre? Was bedeutet dieser Mund? Ich glaube, das wissen Sie. Hey, was so? Bleiben Sie weg von mir. Ich muss Ihnen einen Kuss geben. Nein, ich... Das war witzig. Ich möchte das nochmal drehen. Na klar. Was ist das X nochmal? Mal nix, ne? Zu schade. Sie sind echt schlecht im Raddrehen. Ich will jetzt die 10.000 Münzen. Ja, die wollen wir. Leute, wird ein bisschen dauern. Oh, aber wir kriegen endlich eine. Eine, ja. Dann können wir auf die Tiere schießen. Cool, habe ich gewonnen? Ja, eine Münze. Yay. Jetzt wollen wir es nochmal wissen. Wir wollen ja 10.000. Oder wenigstens 5 Münzen, damit wir ordentlich mit dem Greifarm spielen können. Nein. Oh, das ist ganz knapp. Zu schade. Aber wenigstens kein Minus. Dann ist nämlich wieder weg. Komm. Na, immerhin noch einer. Hier, bitteschön, eine Münze für Sie. Komm, so langsam kriegen wir sie. Voll das Rad dreht, der Raddrehpart hier. Ja, komm. Nein. Oh, was für ein Glück. Das war noch eine 5. Das ist eigentlich schon eher minus 1. Maitre. Das war kein Glück, das war ein gutes Ziel. Ja, das dauert bei mir ein bisschen, bis das Bild sich aufbaut. Ich denke mal, du verpasst es nur. Ja, klar. Dann ist es heute aber mit dem Bild bei dir länger als letztes Mal, oder? Nochmal oder nicht? Ja, lass mal, wir haben jetzt genug, lassen wir erstmal. Okay. Ein bisschen. Tschüss! Können Sie bitte aufhören, so zu reden? Ach so, können Sie bitte aufhören, so zu reden? Nein, kann ich nicht! Okay. Tschüss. Hier gibt es ja aber bestimmt noch mehr. Anzeige: Ein Spiel ist also kostenlos. Ich hoffe, hier gibt es keine Mikrotransaktionen. Dann haben wir hier eine Schießbudeninhaberin. Hallo, kann ich spielen? Können Sie mir das bitte erklären? Die Leute heutzutage. Links haben sie Tierschießen und rechts Tellerschießen. Was soll es sein? Nochmal Tellerschießen ist gratis. Ich würde es gerne mit Tellerschießen versuchen. Gut. Gute Frau. Oh ja, nur zu. Aber wie spiele ich? Wie lauten die Regeln? Nehmen Sie einen Teller, schießen Sie die Ziele ab, wiederholen Sie das bis zum Tod. Okay, das klingt recht einfach. Oh, 3, 2, 1. So, dann werde ich mal mein Bestes geben im Teller schießen. Wo sind denn die Teller? Da. Da. Läuft doch. Oh, okay. Der Kleine wollte nicht. Jawohl, das gibt doch was. Wenn so ein Scherbenhaufen ist. 25.
26. Oh Mann, wow. Achso, du bist ja wer. Oh Mann, ich habe einen Wow bekommen. Wow, ich hätte das gestern Abend nicht so lange spielen sollen. Wovon? Zum Teufel reden Sie. Und? Habe ich etwas gewonnen? Entschuldigen Sie, habe ich einen Preis gewonnen? Ja, hier, bitteschön. Dafür haben wir sogar eine Errungenschaft bekommen. Jahrmarkt-Trophäe, Teller schießen, Winner Plate Shoot. Ah, super. Vielen Dank. Ja. Tierschießen finde ich irgendwie makaber. Ja, dann, das sollten wir auch ausprobieren. Makaber ist auch auf Teller zu schießen. Können wir auch gleich auf Tiere schießen. Naja, Teller schießen, so einen Blödsinn gibt's, glaube ich, noch wirklich, oder? Ich meine, wenn das wirklich alte, kaputte sind. Ja, das sind ja keine echten Tiere wie der Regenwurm, den wir eingesammelt haben. Das werden Bist ja du dir da sicher? Ja, ich bin mir da ziemlich Na, sicher. Gut. Deswegen möchte ich das unbedingt Na, ausprobieren. Na gut, dann das Tierschießen. Also, wie spielt man Tierschießen? Geben Sie mir eine Münze. Oh, es gibt also eine Teilnahmegebühr. Ja, eine Münze, geben Sie her. Hier, bitteschön. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Verwenden Sie das Gewehr neben Ihnen. Aha. Sind das echte Waffen? Nein, Sie verschießen Gift. Gift? Die Waffen furzen und das erstickt die Tiere. Je mehr Tiere eliminiert wurden, desto besser das Ergebnis. Oh. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Versichern Sie mir, dass es keine echten Tiere sind? Nein, wir haben früher echte Tiere verwendet, aber hatten Probleme mit Tierschutzbehörden und anderen dummen Leuten. Jetzt halten Sie den Mund und spielen Sie. Scheiße. Oh Gott, ich will nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ist das schnell. Oh, 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 oh. Das ist echt schwierig. Da war einfach irgendwie in der Mitte. Das ist die meisten. Muss ich noch um unten. Regenwurm, klar, den muss man. Ein paar Tauben dezimieren. Fischis, da ist sie voll. Wow, gut. Wow. Und oh warum Gott. Hättest du etwas nicht abschießen dürfen? Wieso bekommen wir immer Minus? Ach so, nicht getroffen und getroffen. Naja, ja, ich bin okay. Halt langsam. Lahm? Wie kommt's? Also ich habe jetzt einfach gedrückt wie eine Irre auf alles. Oder war das falsch? Nee, war schon richtig. War gut. Weil sie spielen wie ein Affe. Hey, das ist nicht sehr nett. Aber wir haben für Münzen erhalten. Ja, cool. Okay, vielleicht sollten wir das Tierschießen nochmal probieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann kriegen wir weiter Münzen. Oh Gott. Hier ist eine Münze. Ich möchte nochmal Tierschießen spielen. Das macht solchen Spaß. Die Waffe liegt neben Ihnen. Also muss ich es ganz genau treffen. Es ist, also das Problem ist, man muss immer so ein bisschen eher davor das Vorhand hinkriegen. Ja. Damit das überhaupt funktioniert. Was ist das? Kommt ja kaum was durch. Sehr gute Stadt. Wow, sehr gut. Naja. Ja, schon 32. 35. Cool. Finish. 47. Stark. 71%. Naja, akzeptabel. Hey, ich bin ziemlich gut. Jetzt lassen Sie mich bitte schlafen. 6 Münzen erhalten, das wird ja langsam was. Tschüss. Okay, immerhin haben wir das jetzt geschafft. Nach rechts gehen immer noch und dann geht's hier weiter. Was denn? Was möchtest du denn hier? Zurück. Was denn? Die Keks aufsammeln. Okay. Wo ist denn der Keks? Beim Glücksrad unten, wo die Zeilen stehen. Die Zahlen stehen ganz unten auf dem Holzbrett, da bei der 7. Bei der 7. Oh, hier ist auch noch eine Tüte. Moment. Was ist denn... Achso, du bist ja er. Was ist in ihrer Tasche? Geht sie nichts an! Okay.
Du meintest hier bei den Zahlen, weil hier kommt bei mir das Verlassen-Ding, da kann ich gar nicht drücken. Ja, aber da liegt doch bei der 7. Geh da mal ein bisschen tiefer. Du hast recht. Ein Keks muss vom Rad gefallen sein. Okay. Das ist ja voll fies hier, weil immer dieses Pfeilsymbol ist und dann denke ich mal, da ist eh nichts. Das war das der, durchaus beabsichtigt. Das war der einzige Keks hier, den wir bisher gefunden haben. Nee, du warst gerade knapp dran bei der Frau neben den Tellern. Das hat jemand von diesem Teller gegessen? Und noch ein Keks. Maitre ist unser neuer Keksfinder. Yeah, unser Keksfuchs. Auch ein Achievement. Dafür haben wir bisher noch keinen bekommen. Aber es dürfte ja nicht der einzige sein. Ich wollte gerade sagen, wenn wir zwei sind, sind auch drei Kekse. Meistens. Hier haben wir ja noch gar keinen gefunden. Ach, Häschen haben wir auch noch. Hier ist wieder dieser gruselige Hase, der hat sich vermehrt. Ich werde sie nicht mitnehmen. Ich will es für Big Brother nicht einfacher machen, mir überall zu folgen. Das ist lustig, diese komischen Hasen, weil die ja immer mit den Augen mitgehen. Meine Augen gehen auch gerade mit, aber ich finde den dritten Keks nicht. Vielleicht können wir ja später nochmal. Na gut, dann gehen wir nach rechts und schauen mal, ob wir hier dann weiter Glück bekommen. Teddybär, hey, warum hängt da mein Teddy? Oh, ich Dummerchen, es ist nicht meiner. Dieser hier stinkt nicht. Okay. Eine Puppe. Ein Moment lang dachte ich, ich würde sie mitnehmen. Aber die Puppe würde vermutlich ein Auge verlieren, wenn ich das täte. Genau. Wasserflasche. Ich weiß, dass ich manchmal ein Geizhals bin, aber eine Wasserflasche stehlen? Vor dem Mann? Ich hasse es sowieso, warmes Wasser zu trinken. Ii. So, was haben wir denn hier überhaupt? Die verrückten Rennen. Großeinsätze, große Preise. Wetteinsatz machen, Mini-Pferde. Sind das Pferde, mit denen man spielt? Nein, natürlich nicht. Das sind verkleinerte Modelle, um Kunden anzulocken. Und es sieht so aus, als würde es funktionieren. Hallo, hallo. Guten Tag. Dürfte ich... Das Wurmrennen spielen? Natürlich haben Sie einen Wurm. Wenn nicht, können Sie nicht spielen. Wenn ja, kostet es nichts. Ja. Was haben Sie gesagt? Wie wär's mit Pferderennen? Nur 5 Münzen je Versuch. Es ist anders als das Wurmrennen, aber Sie werden es schnell kapieren. Dann möchte ich... Die Entscheidung das nächste Mal treffen im nächsten Part, weil die Zeit ist nämlich um, liebe Leute. Und ich bin sehr gespannt, was wir als nächstes spielen werden. Es macht ja doch recht viel Spaß hier gerade, die ganzen Spiele auszuprobieren. Und mal schauen, wie viel Glück wir im nächsten Part haben von Demetrius, Leute. Ich verabschiede mich und wir hören uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss, haut rein.